Die Sonne trieb heute viele Schwimmer zur Römertherme in Dormagen. Endlich Gelegenheit, die schönen Tattoos zu zeigen. Zeigen Sie noch mal, was haben Sie da? Ich habe da die Schildkröte, die habe ich mir in Thailand machen lassen, auf einer Schildkröteninsel auf Koh Tao. Und hier habe ich die Uhr, das ist die Geburt von meiner Tochter und die Uhrzeit. Ja, und halt, hier habe ich auch noch was. Dieser Mann hatte von den ganzen Tattoos scheinbar die Nase voll und startete vor 2 Jahren auf Facebook die Seite Tattoo-frei, auf der er seitdem Tätowierte durch den Kakao zieht. Etwa, zeige mir die Stelle deines Tattoos und ich sage dir, wer du bist. Ja, also einer der ersten Beiträge waren ja zum Beispiel, dass Tattoo-Nadeln aus Igelstacheln hergestellt werden oder die Motoren von den Tattoo-Maschinen aus Bienen. Und da hätte es eigentlich schon Klick machen müssen, aber dem war nicht so. Dirk Klesper ist seit 22 Jahren eine Tattoo-Instanz in Düsseldorf. Heute hat er Ingo unter der Nadel, der sein erstes bekommt. Seine Begleiterin Nina hat schon um die 20, so genau weiß sie das nicht mehr. Der Facebook-Provokateur lässt alle drei völlig kalt. Ich will einfach ein bisschen rumstenkern. Ja? Freut sich über negative Kommentare, denke ich mal. Ja? Vielleicht hat die Person sogar selber ein Tattoo, das weiß man ja nicht. Ich habe mit ihm gesprochen, hat er in der Tat. Ah ja, ja, siehst du. Das ist schon mal wieder interessant. Ne? Doch viele Tätowierte verstehen keinen Spaß, fühlen sich in ihrer Ehre gekränkt. Immer noch erhält Tattoo-frei rund 70 Hassmails täglich, so wie diese eines Jugendlichen. Stichworte wie Bastard und deine Mutter fallen. Der Macher von Tattoo-frei wendet sich daraufhin an die Mutter des Haters, deren Profil verlinkt ist. Kurz darauf erfolgt die brave Entschuldigung des Jungen und die Anmerkung, weil ich sonst nicht aufs Kollegakonzert darf.